Wie kann ich in Logic schnell das Tempo eines Samples oder eines Loops an mein Projekttempo anpassen? Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, und in diesem Video beantworte ich sie dir. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ganz kurz, bevor wir loslegen, falls du neu in Logic bist oder vielleicht von einer anderen DAW erst kürzlich auf Logic umgestiegen bist, dich noch nicht so richtig zurechtfindest, dann empfehle ich dir unbedingt mein PDF Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du Logic für dich individualisieren kannst und wie du wesentlich schneller in Logic arbeiten kannst. Also heißer Tipp, PDF unten im ersten Kommentar habe ich es für dich angepinnt. Wie eingangs bereits erwähnt, haben viele das Problem, dass sie zum Beispiel ein Vocal Sample mit einem Beat verwenden wollen. Jetzt hat aber der Beat ein anderes Tempo als das Vocal Sample. Und wie kann ich jetzt das Tempo dieses Samples schnell an mein Beat-Tempo anpassen? Das ist sozusagen die Hauptfrage. Zwei Dinge sorgen dann zusätzlich Verwirrung. Smart Tempo zum einen und Flex Time zum anderen. Das sind Logic's Time Stretching Algorithmen. Und obwohl beide miteinander verbandelt sind, musst du einen wichtigen Unterschied zuerst verstehen. Smart Tempo verwendest du vor allem dafür, das Projekttempo von Logic an das Tempo eines Samples, das du ins Projekt ziehst, anzupassen. Mit Flex Time machst du eigentlich eher das Gegenteil. Das heißt, du passt das Tempo des Samples deinem Projekttempo in Logic an, und zwar durch Stretchen oder Stauchen. Also ist in diesem Fall und für diese Problemstellung Flex Time unsere Wahl. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich dir jetzt im Praxisteil. Für die Beispiele habe ich hier ein kleines Soul-Arrangement gebaut, in das wir erstmal ganz kurz reinhören. Okay, nehmen wir mal an, du möchtest jetzt in dieses Arrangement, das ist ja die Fragestellung, einen Loop ziehen oder ein Sample ziehen, das ein anderes Tempo hat. Zum Beispiel einen Percussion-Topper, ja, eine Percussion-Spur, die ziehe ich jetzt hier einfach mal rein und dieser Topper hat 115 BPM. Unser Projekttempo hat aber 97 BPM. Und schauen wir mal, was jetzt alles schief geht. Und es funktioniert, wie erwartet, überhaupt nichts. Er hat das Tempo hier nicht angepasst. Okay, das ist natürlich schlecht. Und da ist jetzt die große Frage, wie machen wir das? Und es ist wirklich ganz einfach. Zunächst mal lösche ich jetzt wieder hier diesen Loop. Und wir brauchen jetzt Flex Time. Das müssen wir erstmal aktivieren. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt für diese Sache. Und zwar gehst du hier auf Tempo bearbeiten. Ganz kurz, falls du diese Ansicht hier nicht siehst. Du siehst hier meistens diese Ansicht, musst du hier auf eigene gehen. Und dann siehst du das hier, da gehen wir jetzt drauf. Und dann ist ganz wichtig hier Projekteinstellungen für Smart Tempo. Ich habe eingangs erwähnt, Smart Tempo und Flex Time sind miteinander verbandelt. Wir nehmen jetzt aber nur diese Einstellungen hier zum Tempo anpassen. Jetzt gehst du hier auf für importierte Dateien festlegen, weil wir wollen ja Loops oder Samples importieren. Und da hast du jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten und ich gehe jetzt einfach auf ein plus Takte ausrichten. Ja? Tempo anpassen, Projekteinstellungen ein, Takte ausrichten. Das kreuzen wir an und das sollte es jetzt eigentlich schon gewesen sein. Ich mache den Topper jetzt wieder hier rein, ich ziehe ihn wieder rüber. Und jetzt siehst du schon, dass wie durch magische Hand er diesen Loop jetzt angepasst hat. Es sieht schon viel besser aus auf 8 Takte und wir sind gespannt, ob es funktioniert hat, ob der Loop sich jetzt angepasst hat. Und es funktioniert, wir sind begeistert. Wichtig ist hierbei auch, dass du dich mit den Algorithmen von FlexTime auseinandersetzt. Er hat jetzt automatisch Slicing gewählt. Für Stimmen zum Beispiel wählst du eher Monophon. Für Drum Loops könnte auch rhythmisch besser passen. Für mehrstimmige Gesänge natürlich eher Polyphon oder für Klavier- oder Gitarrenakkorde. Damit solltest du dich ein bisschen befassen, da können unterschiedliche Algorithmen einfach besser passen. Was jetzt hier cool ist bei FlexTime ist, du kannst natürlich auch direkt in den Loop eingreifen. Ich zeichne jetzt hier einfach über die FlexTime-Funktionen ein. Das ist kein Tutorial über FlexTime, sondern nur über das Tempo verschieben. Ich kann dir jetzt nicht alle Funktionen genau zeigen, aber ich habe hier die Möglichkeiten zum Beispiel einzelne Schläge nach vorne oder nach hinten zu verschieben. Ich mache das jetzt mal willkürlich, ich habe das jetzt vorher nicht ausprobiert. Ich ziehe zum Beispiel den hier mal eine 16. vor. Die beiden hier eine 16. zurück. Zack, vielleicht hier noch den nach vorne oder die. So, und jetzt hören wir mal in den Loop rein. Und
Und so kannst du also super schnell das Tempo deiner Samples an dein Projekttempo anpassen und diese sogar rhythmisch bearbeiten. Jetzt sagst du dir vielleicht, alles schön und gut, aber funktioniert das auch für polyphones Material, wie zum Beispiel Pianospuren oder Gitarren? Auch das probieren wir mal aus. Ich schalte jetzt zunächst mal hier wieder das Projekttempo ein und Takte ausrichten aus und wir machen Flextime aus und ich ziehe jetzt mal einen Gitarrenloop rein, der im Original auf 82 BPM läuft. Und jetzt schauen wir mal, ob das passt hier. Also, und das passt leider auch nicht. Du hörst, die Gitarre spielt komplett out of tune. Das heißt, ich ziehe genau den gleichen Loop jetzt nochmal rein. Das gleiche Prozedere wie vorher. Wir gehen hier rein und wählen wieder für importierte Dateien festlegen, Ein- und Takte ausrichten. Ich aktiviere Flextime und ziehe den Loop nochmal rein. Und jetzt siehst du schon, dass er A, automatisch polyphon ausgewählt hat. Das ist richtig, es ist eine Gitarre, die spielt Akkorde. Und B sehen wir hier hinten auch schon, er hat jetzt das Tempo dieses Loops hier angepasst. Und jetzt hören wir mal rein, ob es passt. Eine wichtige Sache möchte ich dir noch erklären. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das zu machen und die eignet sich insbesondere für One-Shot-Samples. Da solltest du das hier nicht so machen, auf einen Takt ausrichten, denn dadurch kann es sein, dass du One-Shot-Samples, wie zum Beispiel ein Snare-Drum-Schlag, der eine Hallfahne hat oder Snaps, die eine Hallfahne haben, dass es dir die zerschießt und dass es unschöne Artefakte gibt. Und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, das händisch zu machen. Ich ziehe jetzt hier also nochmal einen Shaker rein. Wir haben alles ausgeschaltet. Dieser Shaker hat im Original 4 Takte und läuft jetzt original auf 107 BPM, wohingegen das Projekt hier auf 97 BPM läuft. Das heißt, es passt auch wieder nicht. Okay, völlig schräg und krumm und schief. Du siehst hier, also ich habe jetzt hier nichts eingeschalten. Unsere Einstellung hier ist aus. Und was du jetzt machen kannst, ist, du kannst dir eine andere Flextime-Funktion zunutze machen und das ist, indem du die Region direkt stretchst und zwar erstmal ohne Algorithmus. Dazu gehst du einfach hier ans Ende der Region, ich zoome gerade mal ein bisschen raus, und fasst jetzt hier unten an, während du die Option-Taste gedrückt hältst. Was du jetzt siehst, ist unser Flextime-Symbol hier. Und ohne Algorithmus ziehe ich jetzt hier einfach den Loop auf volle 4 Takte, lass dann los und mach jetzt Flextime an. Ich aktiviere jetzt Flextime und dadurch, dass es ein Shaker ist, gehe ich jetzt mal auf Slicing, wird da wohl am besten funktionieren. Und jetzt, große Spannung, schauen wir mal, ob sich der Shaker jetzt auch mit dieser Methode an das Projekttempo anpasst. Und auch diesmal hat es wieder geklappt. Der Shaker wackelt in einem schönen Off-Time-Beat vor sich hin. Alles schön und gut, aber jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage. Funktioniert diese Technik auch mit Vocal-Samples oder zum Beispiel mit Rap-Stimmen? Ja, es funktioniert. Für die Beispiele mit den Vocals habe ich mir hier ein anderes Projekt geöffnet und habe einfach einen Beat, der hier auf 104 BPM läuft. Was ich jetzt zunächst als erstes probieren möchte, ist Backing Vocals reinzuziehen. Ja? Das heißt, ich habe hier einfach ein Backing Vocal Arrangement, das möchte ich hier reinziehen. Das hat aber im Originaltempo 81 BPM. Ich ziehe es wieder rein, habe nichts voreingestellt und du siehst, das Sample, das Vocal Sample passt hier nicht drüber. Wir sehen schon, es ist hier länger. Okay, probieren wir jetzt einfach unseren Trick, wie wir es vorher im anderen Beispiel schon gesehen haben. Ich nehme einfach wieder hier hinten die Region und zwar über Option. Du siehst, wir haben hier unser Flextime, unser Flex-Symbol. Ich schiebe die Region jetzt zurück hier. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe hier auf Polyphon, weil es ja ein mehrstimmiger Satzgesang ist. Und dann sollte es jetzt hoffentlich zum Tempo passen. Und du siehst, Beispiel 1 hat schon mal funktioniert. Probieren wir das jetzt mal mit Lead Vocals aus. Ich ziehe mir dazu hier ein Beispiel rein. Das sind Lead Vocals, die laufen im Original auf 126 BPM.
Also schneller jetzt als mein Projekttempo. Okay, also das ist völlig krumm und schief. Wir machen wieder die gleiche Vorgehensweise. Ich drücke Option, gehe hier über meinen Flex-Time-Modus rein. Und jetzt möchte ich auswählen, Monophon hat er jetzt, nee, jetzt geht er über Slicing rein. Ich möchte aber, dass er es Monophon macht, weil es ja ein Liedgesang ist. Hören wir mal an, ob das jetzt geklappt hat. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Oh. Also sie singt hier ziemlich laid back, von daher klingt das immer noch ein bisschen krumm und schief, aber du siehst, dass wir hier zumindest auf den Downbeat sind und hier singt sie sehr frei und du hast jetzt auch gehört, ich habe den Beat abgeschalten, es gibt schon so ein paar kleine Artefakte, meine ich, zu hören, trotzdem ist das Ergebnis hier immer noch sehr sauber. Wir wollen natürlich auch nicht die Rap- und Hip-Hop-Fraktion vergessen, die jetzt fragen wird, geht das auch für Rap-Vocals? Das probiere ich gerne aus und zwar habe ich hier ein Rap-Vocal-Sample, das läuft auf 87 BPM. Das heißt, es läuft in diesem Fall jetzt wieder langsamer als das Projekttempo. Und ich weiß, dass dieses Sample vom Original her 4 Takte lang ist. Deswegen wieder gleiche Funktion. Ich halte die Option-Taste gedrückt und wir ziehen es, wir stretchen es auf 4 Takte raus. In diesem Fall können wir mal mit Monophon probieren. Ich würde aber eher, glaube ich, auf rhythmisch jetzt hier gehen und dann schauen wir mal, ob jetzt das Sample hier zum Beat passt. People in the middle of the alley wanna bump and everybody who just paid and people snuck up in the trunk. Okay, es hört sich jetzt aber zu langsam an. Deswegen machen wir es doppelt so schnell und dann sollten wir das Original haben. Dann spricht er eben Double Time. Ne? Und somit funktioniert es auch für Rap-Vocals. Ich bin begeistert. Bevor du jetzt gleich wegklickst und das unbedingt selber ausprobieren möchtest, lass mich erst deine und meine Begeisterung ein kleines bisschen dämpfen. Solche Time-Stretching-Manipulationen erfordern im Allgemeinen immer sehr, sehr viel Rechnerleistung und funktionieren nicht in jedem Fall und nicht immer. Wenn zum Beispiel das Tempo des Samples, das du verwenden möchtest, wesentlich langsamer ist als der Beat, mit dem du arbeiten möchtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es zu Artefakten kommt, dass es zu Störgeräuschen oder dass es irgendwie komisch klingt. Sprich, dass es einfach nicht funktioniert. Trotzdem interessiert mich jetzt natürlich brennend deine Meinung. Hast du diese Flextime-Funktionen, diese Bearbeitungstechniken gekannt? Bist du da schon Profi drin oder ist das jetzt völlig neu für dich und du möchtest es unbedingt ausprobieren? Schreib mir das bitte unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Falls du weitere Logic-Tutorials sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist, die ist vollgepackt mit Videos über Logic, weit über 100 Videos, von denen bestimmt auch eines dir weiterhelfen kann. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!